Hi Ralf, wie findest du die CeBIT bis jetzt? Ja, toll. Also ich bin das erste Mal hier. Ich habe wenig erwartet, weil wir halt eine Nische abdecken. Wir machen total. Das heißt, dass wir für die meisten Besucher hier nicht interessant sind. Das hat sich für uns auch bestätigt. Wir haben wenig Besucher, aber die zu uns kommen, interessieren sich für total. Wir hatten also in den beiden ersten Tagen sehr gute Gespräche gehabt. Ja, nachmittags ist meistens eher Streupublikum. Es kommen viele Freunde und Bekannte vorbei, die uns kennen. Und zum Teil auch nur, die wir vom Sing her kennen, wo man so ein bisschen Austausch kennenlernt. Wir haben auch Zeit, mal die einen oder anderen Vortrag hier mit anzuhören. Gegenüber ist gleich der Website-Stand. Da sind eine Menge interessante Vorträge. Da habe ich mir gestern was für Community-Management angehört. Heute gibt es noch einen interessanten Vortrag über kontextbasiertes Content Handling. Verspricht ganz spannend zu werden, auch wenn da sehr viele Anbieter von proprietären Lösungen da sind, wenn ich das Panel richtig gesehen habe. Ist eine Menge los, bin gespannt und wir können auch eine Menge mitnehmen aus unseren ersten Erfahrungen als Aussteller, wie wir es in Zukunft weitermachen, wie wir uns noch stärker vorbereiten können, um noch mehr uns fokussieren zu können und einfach mehr Effizienz aber zu erreichen mit dem eigenen Stand. Cool, also nächstes Jahr wieder und ansonsten sehen wir uns auf der DrupalCon München. Bis bald. Auf jeden Fall, bevor wir uns in Denver.